wird das Pflegegeld, was ich erhalte, auf meine Erwerbsminderungsrente angerechnet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Hallo Herr Knöppel, ich habe Angst, dass ich der Rentenversicherung meine Erwerbsminderungsrente zurückzahlen muss. So eine Anfrage, die ich kürzlich erhalten habe auf rentenbescheid24.de. Ich bin schwer erkrankt und werde gepflegt und habe einen Pflegegrad 4, also es betrifft die Person selber. Ich bekomme von der Pflegekasse über 700 Euro Pflegegeld, was ich dann an meinen Familienpfleger auszahle. Meine Befürchtung ist, dass mir die Rentenkasse meine EM-Rente wegnimmt oder ich einen Teil der EM-Rente zurückzahlen muss. Ich kann seit Tagen nicht mehr schlafen. Muss ich das wirklich befürchten? Nein! Keineswegs müssen Sie Angst haben, dass Ihnen die deutsche Rentenversicherung hier irgendwie etwas wegnimmt oder das Pflegegeld an die Erwerbsminderungsrente anrechnet. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das Pflegegeld ist nach § 96a Absatz 2 Satz 2 Sozialgesetzbuch Nr. 6 kein anrechenbarer Hinzuverdienst. Ich mache das deshalb so konkret und auch mit der Benennung des Paragraphen, da können Sie nachlesen, Paragraph 96a Absatz 2 Satz 2 Sozialgesetzbuch Nr. 6, kein anrechenbarer Hinzuverdienst. Es wurde also vom Gesetzgeber her schon so definiert, dass es gar nicht überhaupt erst als Hinzuverdienst gilt. Denn wir haben bei einer Erwerbsminderungsrente nur drei Arten von Hinzuverdienst, die angerechnet werden. Das ist einmal Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen und vergleichbare Einkommen. Und in dem Paragraphen 96 hat der Gesetzgeber das Pflegegeld von vornherein schon rausgenommen. Deshalb müssen Sie sich hier gar keinen Kopf machen und Sie können sich beruhigen und auch wieder ruhig schlafen. Das Pflegegeld wird nicht an Ihrer EM-Rente angerechnet. Sie müssen hier auch nichts rückerstatten an die deutsche Rentenversicherung. Näheres zum Thema Hinzuverdienst und Rente wegen Erwerbsminderung finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.